Yo, meine Gamer-Freunde, Waschstudio wieder am Start für euch und willkommen zu meiner ersten Folge von Big Picture. Oh, ich habe doch nicht gerade echt ernsthaft gesungen. Nee, also willkommen zu meiner ersten Folge Big Picture GTA 5 Style. Und ja, ich habe das Ganze von natürlich Galileo abgeschaut und ich habe es versucht, so gut wie möglich nachzubauen. Und ja, eure Teilnahme war so extrem geil. Ich habe mich so extrem gefreut, Freunde, als ich daheim gesehen habe, wie die Anteilnahme an diesem Format war von euch. Und ja, das ist ein Community-Projekt und das kann natürlich nur durch euch belebt werden. Und ja, das habt ihr mir auf jeden Fall extrem gezeigt. Und ich würde jetzt sagen, dass wir mit den ersten Big Pictures anfangen für meine erste Episode. Und ihr dürft es dann einfach unten in die Kommentare oder einfach in dem Link ja eure Abstimmung machen, für welches Bild ihr seid. Und in der nächsten Folge stelle ich dann immer am Ende den Sieger vor. Unser erstes Big Picture zeigt einen, ja, freudigen und zugleich traurigen Moment dar. Denn der Schnee ist ein Feature, worauf GTA Online-Spieler jedes Jahr an Weihnachten gespannt, ja, warten dürfen. Denn dann schneit es paar Tage in GTA, was wirklich ziemlich geil aussieht. Doch nicht so wie im Winter, ja, 2014, denn in dieser Zeit legte eine Hackergruppe das PlayStation Network down, sodass nur wenige die Schneetage in GTA wirklich genießen konnten. Und das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte und das macht dieses Bild einfach so besonders. Unser nächstes Big Picture zeigt den Reichtum in GTA 5. Ja, nach dem Motto, hast du was, bist du was. Am schönsten ist es aber natürlich, wenn man seinen Luxus ja gemeinsam mit Freunden teilen kann. Doch immer mehr Online-Spieler besitzen ja schon Millionen von Dollar. Und ja, das Ganze durch Hacken oder Glitchen, was leider die Folge von der GTA-Wirtschaft extrem durcheinander bringt und somit die teuersten Sachen ja gar nichts mehr so wert sind. Einen Senkrechtstarter, einen Heli und dazu noch ein Selfie. Ja, das hat alles unser nächstes Big Picture. Es war sicherlich nicht einfach, diese Dinge zusammen auf einem Bild zu bringen, dass das alles so geklappt hat, denn die fliegen so eng beieinander. Das ist gar nicht so einfach, diesen Moment festzuhalten und deshalb mein Big Picture Nummer 3. Stille Wasser sind tief? Ja, das könnte man bei unserem nächsten Big Picture sagen, denn hier sieht man den Moment, in dem ein Spieler vom Stein ins Wasser springen will. Es zeigt, dass man in GTA auch mal ins kalte Wasser springen sollte und so die unglaubliche Unterwasserwelt von Grand Theft Auto kennenlernen soll. Dieses Big Picture hat dazu noch eine extrem geile Qualität. Ich denke mal, dass es auf dem PC aufgenommen worden ist, aber ihr wisst ja, das ist kein Bewertungspunkt. Der Zusammenhalt einer Crew oder einfach nur Freunde in der Online-Welt ist sehr wichtig. Jeder hat diesen einen besten Freund, mit dem man immer und immer wieder zockt. Man unterstützt sich gegenseitig, hängt einfach nur ab oder trifft sich mit seinen Freunden am Strand. Ja, wie es unser letztes Big Picture zeigt. Denn Luca schießt hier ein Selfie und im Hintergrund hat er seine Gang mit am Start, die eine größere Rolle in diesem Bild spielt, finde ich, als es auf dem ersten Blick zu erkennen ist. Stimme jetzt für dein Lieblingsbild in den Kommentaren oder per Link ab und schau beim nächsten Mal vorbei, welches Foto unser Big Picture der Woche ist. Und ja, da es die erste Episode von unserem Big Picture ist, habe ich das erste Big Picture of the Week selbst entschieden. Auf den Straßen von Los Santos ist viel Verkehr. Die Leute kommen gerade, ja, sicher von einer Mission oder haben einen Laden in der Nachbarschaft ausgeraubt und nutzen diese Brücke als Fluchtweg. Aber neben all dem Stress kommt unser Gewinner Big Picture zum Vorschein. Denn wenn die Sonne in Grand Theft Auto untergeht, ja, abseits von Highway, hat unser Gewinner diesen kleinen, aber wunderbaren
ja, Moment aufgenommen. Und ja, es stimmt auf jeden Fall ab in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Big Picture Show, Episode 2. Und ja, ihr dürft mir natürlich in den Kommentaren eure Bilder wieder posten. Dazu muss ich aber anmerken, dass ihr unbedingt den, ja, Soldier Club Link und nicht, wenn hinten dran steht, .jpg, denn damit bekomme ich nur das Bild. Oder einige haben geschickt, dass dann oben im Link drin steht My Photos. Das bringt mir natürlich auch nichts, denn dann sehe ich nur meine eigenen Fotos. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Hoffentlich hat euch diese Episode gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben extrem freuen. Und ansonsten schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Da sind alle Bilder verlinkt. Kommentiert und lasst da auch mal gerne einen Daumen hoch. Also, ich bin Waschludo und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.